Herzlich willkommen in der Wildnis Kanadas. Zu Salon Dark. Dem alten Sack, der mal wieder die Lampe nicht angreift. Und unsere neuen Rehlederstiefel und unsere neuen Rehlederhose. Willkommen! Ja, was haben wir denn? Wir haben noch 3 Fragezeichenstunden übrig. Aha. Schön! Das hieß ja eigentlich... Oh, wir müssen was trinken. Stellen wir erstmal das Lämpchen ab. So. Dann entdursten wir uns mal. Na wie? Aha. So, das wird gerade so reichen, denke ich. Ich glaube... Ja, es ist danach weg. Macht ja nichts. Zack. So. Nicht mehr so viel Brennstoff, aber das ist auch nicht so wild. Dann erstmal dahin. Lass mal eben schauen, was wir so an Brennmaterialien haben. Nicht so viel. Also, können wir ruhig mal ein wenig nachsehen. Und ihr habt bitte nachsehen mit mir. Zedernholz einmal. Tannenholz einmal. Das sollte eigentlich reichen. Ein bisschen Wasser schmelzen. Und noch ein kleines bisschen lernen. Und dann schauen wir mal, wie lang die Nacht noch anhält. Na komm, du schaffst das. Draußen scheint aber auch ganz schön der Sturm zu rasen. Oh, sehr schön. Tannenholz. Zack. Nee, das möchte ich jetzt noch nicht verbrennen, denn ich weiß nicht, inwieweit und so weiter, ne? Denn ich will das ja noch zu Ende lernen. Wenn es zu Ende gelernt ist, dann können wir das gerne als Brennstoff verwenden, aber solange ich da noch nicht schlau bin, wird das nicht gemacht. So. Puh, ich habe gesprochen. So, dann haben wir jetzt wieder 2 Liter Trinkwasser. Die belasten uns zwar auch ein wenig, aber egal. So, dich nehmen wir mal an uns. Das war nämlich ziemlich dumm von mir, die einfach anzulassen. Obwohl wir sie brauchen. Oh, das ist auch hübsch. Einmal so hübsch hier. Mensch. Nein, das ist wirklich gut. Lass mal schauen. Habe ich denn überhaupt Füllmaterial für unsere kleine Lampe dabei? Habe ich nicht. Lass mal wieder zu unserem Aktenschrank. Da haben wir es noch. Gut. Damit wir wenigstens noch ein wenig sehen, was hier so los ist. Ja, das hat doch wunderbar geklappt. Spitzmäßig. So, hier haben wir Brennmaterialien. Ja, ich habe ein bisschen aufgeräumt, aber ja, den Rest müsste ich eigentlich noch erledigen. Wo bin ich denn schon wieder? Einfach mal nach Gewicht. Hä? Bin ich jetzt so blind? Ich glaube ja. Der kann doch jetzt nicht leer sein, der Kanister, oder? Ach du, oh, du blinder Hund. Zieh die Brille an beim Zocken. Mann, ist ja nicht mehr normal. Was ich jetzt natürlich nicht geschaut habe. Okay, ja gut. Wir haben beide Schlingen in der Tasche. Gut, das heißt also, das Vorhaben steht immer noch... Eine Stunde Dunkelheit, sehr schön. Das Vorhaben steht immer noch, mal die Hasenfallen auszuprobieren. So, die stellen wir... Nö. So, die stellen wir dahin.
Obwohl, ich glaube, ich brauche die gar nicht. Ich glaube, ich kann das sogar hier am Ofen machen. Packen wir die mal weg. Jetzt schauen wir mal, ob das geht. Forschung. 2 von 5 Stunden. Ah, zurück. Zurück. Hier müssen wir noch was einwerfen. Weil 6 Minuten ist einfach ein bisschen zu wenig. So könnte ich dann wenigstens eine Stunde lernen. Na, machen wir das mal. Dann haben wir noch 6 Minuten über, falls wir neuen Brennstoff einfügen wollen. Ich sehe im Moment kein weiteres Büchlein. Ja gut. Ah, es ist Sonnenaufgang. Okay. Dann können wir ja... Nö, nehmen wir erstmal den guten Schleifstein, den tun wir weg. Wir haben sogar noch einen Fisch zu essen. Frische Rehhaut ist noch nicht ganz getrocknet. Gut. Dann hauen wir uns erstmal unseren Fisch in den Kopf. Und eine Tasse Kaffee, bevor wir aufbrechen. Wir haben immer noch Hunger, das ist ja. Also wirklich. Dann nehmen wir uns mal so einen Billigriegel. Energieriegel. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Suchen wir uns mal eine hübsche Stelle. Gelle. Wo Häslein fröhlich ihre Bahnen ziehen, damit sie uns ernähren mögen und uns Handschuhe verpassen. Ja, das ist doch cool. Ein diesiger Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, doch. Wäre ja eigentlich eine Möglichkeit, mal in die Richtung Pelzmeisterhütte zu wandern. Und ich glaube, entschuldigt, aber ich muss mal eben in die Option. Ah ja, dann nehmen wir die hier mal einfach nur auf hoch. Denn seit dem neuen Patch, hat die Performance ein bisschen gelitten, habe ich den Eindruck. Aber das kann natürlich auch alles an meinem System liegen. So, wir haben eigentlich alles dabei, was wir brauchen. Wir haben beide Fallen dabei. Schusswaffe oder so, nö, möchte ich jetzt immer noch nicht ausprobieren. Habe ich keine Lust zu. Und wenn, sowieso Pfeil und Bogen. Ich bin ja so der Armbrust- und Pfeil- und Bogen-Typ. Schusswaffen, langweilig. Außerdem hinterlassen die ekelhaftesten Brandlöcher im Pelz. Ja, ich werde bis zum Einsturz wandern, denke ich. Und dann abbiegen zur Pelzmeisterhütte. Die Meisterhütte des Pelzens. Nee, Quatsch. So, da vorne ist, glaube ich, auch schon Einsturzgebiet. Und auf dem Weg zum Pelzmeister sollte man eine Falle stellen, genauso wie in der Nähe von der Hütte. Denn ich habe so die schwache Erinnerung, dass da eventuell doch Häschen rumlaufen. Ja, da ist die Einsturzstelle oder der eingestürzte Tunnel. Und somit kommen wir immer näher unserem Ziel entgegen. Ja, noch sehe ich hier nichts hoppeln, obwohl ist eigentlich die richtige Uhrzeit. Häschen müssten gerade erwacht sein.
Und ich werde dann auch hier einfach schon mal eine Falle platzieren. Die Köder, die man platzieren kann, also bisher habe ich immer nur Fleisch als Köder platziert. Und ich glaube, Kaninchen essen kein Fleisch, oder? So, schauen wir doch mal. Lageraktion herstellen, Köder ablegen. Erste Hilfe, warum ist die überhaupt an? Aha, cool. Okay. Das wusste ich auch noch nicht, dass die da wirklich auf den Kaffee eingehen. Aber cool. So, lass mal schauen. Angelzeug wird hier angezeigt, aber nicht die Fallen. Schade. So. Eine Schlinge ist platziert. Und wie gesagt, die nächste machen wir dann bei der Hütte. Ich weiß auch nicht, wie lange man da warten muss oder wie lange es dauert, bis da mal ein dummes Kaninchen hineinläuft. Aber das werden wir sehen. Vielleicht fangen wir auch einen Fuchs. Ha, einen Schneefuchs. Einen kanadischen. Eieiei. Dann hält die aber auch richtig gut an, weil eine Stunde ist jetzt schon um. Wir haben immer noch dieses Plot. Ah, jetzt ist es um. Alles klar. Also eine Stunde hält so eine Kaffeetasse vor, Tasse Kaffee vor. Ist ja schon mal etwas. Wir haben ja auch eine Werkbank bei der Hütte. Somit können wir da eigentlich auch mal schauen, was wir noch für Materialien benötigen. Ich meine, so ein Wolfspelz oder so, das wird schwer. Oder Bärenschlafsack. Ich denke, da werde ich doch auf Schusswaffen zurückgreifen müssen. Ich denke nicht, dass der sich so mit Goodwill einfach ein bisschen zureden lässt. Und so seinen Pelz zu überlassen. Ich denke, den braucht er selber. Es gibt bestimmt schon wieder ein neuer Ort entdeckt, obwohl wir hier ja schon mehrmals waren. Ach, und ich hätte direkt hier oben lang gehen sollen, weil dort wollte ich eigentlich auch eine Falle platzieren. Hab's natürlich mal wieder verdrängt. Ja, hier, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nicht so nah an der Hütte. Aber nah genug, um sie nicht direkt zu vergessen. Da sind sie. Soll ich die umbauen? Erstmal egal. Ich weiß nicht, was wir für Materialien hier haben. Haus des Pelzjägers. Eventuell haben wir hier sogar noch eine Falle oder zwei. Oder Patronen für was weiß ich. Kann aber auch gut sein, dass ich hier überhaupt nichts hinterlassen habe. Ja gut, die Safes. Kein Plan, wie man die öffnet. Das ist echt. Irgendwie hat sich was an der Grafik geändert, aber das ist schön. Es wird immer hübscher, das Spiel. Ja gut, das stecken wir diesmal ein. Das Messer brauchen wir nicht. Ich habe hier wirklich geplündert. Eieiei. Also müsste man, wenn hier überhaupt, erstmal was herstellen. So, Bartflechtenverband müssen wir nicht herstellen. Haben wir noch. Eine Fackel?
Schlinge. Getrockneter Darm und Alter als gut. Mhm. Oh, 4 Fälle bräuchten wir. Die haben wir, die haben wir. Oh, Wolfspelzmantel, oh. Plus 7 und Winddichte Bonus plus 5. 25 Stunden Herstellung. Bärenfell, Schlafsack. Ja gut, Survivalbogen haben wir, glaube ich, sogar 2 Stück. Auch wenn ich jetzt im Moment nicht genau weiß, wo, aber naja. Aha. Getrockneter Birkenschößling, den habe ich, glaube ich, noch gar nicht entdeckt. Ja gut, dann wissen wir, dass hier in der Hütte ja eigentlich nichts mehr ist, ne? Ah, warte mal. Ah, da habe ich alles reingepackt. Ah, da schau her. Gut zu wissen. Okay. Dann würde ich sagen, wir brechen einfach nochmal auf. Ich überlege gerade, ob wir einfach mal den Weg zurück einschlagen. Zu dem Aussichtsturm. Ich glaube, ich baue die Falle um. Von da hinten hier rüber. Obwohl Hasen oder Karnickel sollen ja auch mal in anderen Gegenden zu finden sein, als da, wo sie gerade herumhüpfen. Ich mir sagen lassen, die erkunden ihre Gebiete schon. Trotzdem hole ich die jetzt mal hier weg und da rüben hin. Wenn wir heute so diesiges Wetter haben, ist das eigentlich ein schöner Zeitpunkt zum Spazierengehen. Hallo Haselein, komm, lauf mal da oben in die Schlinge. Oder sollte man die ans Gras platzieren, weil die dann was essen möchten und dann dummerweise in die Falle tappen? Gute Frage. Nächste Frage. Und eventuell sind 2 Schlingen auch ein wenig. Es wäre natürlich besser, wenn man an jeder Ecke irgendwie 3 Schlingen stehen hätte. Ich glaube, dann hätte ich ganz schnell meine Fäustlinge zusammen, aber... Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Darm. Ah, da hinten hoppeln sie auch wieder. Aber ich werde jetzt nicht die Schlinge von da hinten dorthin stellen. Das ist unnötig. Eieiei. Denn wenn ich mich durchschlage bis zur Aussichtsplattform, also bis zu dieser Hütte da oben, dann könnte man ja direkt noch einen kleinen Abstecher bei den Holzfällerhütten machen und dann wieder zurück zum Hauptstützpunkt am Rätselsee. Ja, doch. Ich denke, das ist im Rahmen der Möglichkeiten. Könnte wirklich hinhauen. Und es ist unglaublich, wie warm diese Rehklamotten, Reykjavik, diese Rehlederstiefel und die Rehlederhose, wie warm die halten. Das ist echt beachtenswert. Oder beachtlich? Beachtlich, ne?
Ja, ich bin gerade hin und weg. In meinem Kopf rattert es gerade wieder. Ich weiß mal wieder nicht mehr, wo ich lang muss. Wie immer. Hösch, Mädchen, hösch. Ruhig, ruhig. Okay. Was ist das für eine heruntergekommene Hütte? Haben wir die schon mal entdeckt? Gehört sie vielleicht zu einem größeren Konglomerat? Totes Holz. Oh, naja. Ein freundlicher Name. Ah, ist das cool. Gut. Dann haben wir hier totes Holz. Ja. Nein. Das ist echt atemberaubend. Finde ich, also. Ihr mögt mich dafür zur Hölle jagen wollen. Aber das ist mir auch egal. Und irgendwie, seitdem ich das Spiel so ein bisschen begriffen habe, hat das ja schon fast beruhigende Wirkung auf mich. Das ist unglaublich. Klar, man hat hier ab und zu mal seinen Stressmoment, ne? Ach, jetzt bin ich wieder bei den Bahnschienen. Okay. Aber meine Güte, was wäre das Leben ohne Stress? Ziemlich langweilig. Latschen wir erstmal über die Leiche. Weil man das halt eben so macht, ne? Man latscht halt über Leichen. Aber ich glaube, ich schaue noch mal ganz schnell in die Optionen. Obwohl, ja doch. Ach, na komm. Falls es unerträglich wird, können wir das ja immer noch ändern. So. Ich glaube, ich bin hier schon mal lang gedappt. Und würde das eigentlich gerne jetzt auch nochmal machen. Bin aber wieder mal wie immer hin und her gerissen. Und hab keinen Plan. Außerdem geht's da steil bergauf. Das heißt, die Erschöpfung nimmt quasi exponentiell zu. Das muss im Moment nicht sein. Reicht ja schon, wenn ich hier einen Abstecher mache. Was ist das für böse Musik? Ist jemand hinter uns her? Werden wir verfolgt? Das Spiel hat's echt drauf. Aha, da unten ist der eingestürzte, sage ich schon,
verunfallte Waggon. Das heißt, da hinten ist die Holzverladestation. Das heißt wiederum, wir können hier in die Richtung weitergehen und sollten rein theoretisch in die richtige Richtung kommen. Aber hier habe ich mich doch auch schon mal durchgequält. Das hat nicht so viel Sinn. Dann würde ich mal sagen, ich nehme diesmal den Weg hier herum. Uns geht's gut. Wir haben noch 10 Stunden Tageslicht. Von daher alles kein Ding. Ja, war klar. Deswegen bin ich extra etwas langsam gegangen. Menno. Aha, man könnte also auch eine Rast machen. Jetzt musst du dabei erstmal durch, Mädel. Denn, soweit ich weiß, habe ich nichts davon dabei. Das habe ich alles weggepackt, weil ich davon tausende Güter hatte. Die humpelt sogar. Das ist ja cool. Die Animation humpelt. Das ist echt schön gemacht. Mal schauen. Weil rein theoretisch ist ja hier diese Holzverladestation mit den Hütten von den Holzfällern. Und rein theoretisch habe ich da eventuell sogar ein bisschen was Gutes. Apropos, lass mal schauen, oder? Also eine Tasse Tee, also bestimmt von diesem Pauling. Der gute Lack-Pauling. Habe ich den denn dabei? Nee, auch nicht. Schade. Aber so ist das. Da müssten die Hütten sein. Schön vorsichtig, junge Frau. Na, das ist so fein gemacht. Ja. Hier drüben hat Mr. Pets seine Wohnung. Mal eben schauen, ob er zu Hause ist und eventuell unsere Post angenommen hat. Vielleicht hat er aber auch wieder neue Überreste für uns dagelassen. Rodungsfläche. Achso, ich Döfchen. Die Hütten sind dann in die Richtung. Und da geht es dann zur Försterhütte, Station, wie auch immer. Ja, aber ist ja so ungefähr der Weg, den ich machen wollte. Schon mal etwas. Du bist leer. Und es tut mir wirklich leid, dass du jetzt hier humpelst. Aber da musst du jetzt durch, bis wir da oben sind. Denn wie es ausschaut, braucht sie ja nur rasten, nicht rosten. Und dann, ja, dürfte die Verstauchung und so weiter auch schon wieder in Ordnung sein. Juhu.
Ding ist einfach nur, das ist ein ziemlich krasser Aufstieg für die junge Dame hier. Ja, das wird schon. Wir sind gleich da. Jetzt kommt der letzte steile Part. Ja, bekommst du ja auch. Hoffe ich. Lass nochmal eben nachschauen. Oder 4 Stunden Rast. Gut, das hieße, wenn wir oben ankommen, lassen wir die junge Dame mal 4 Stunden pennen. Und dann schauen wir weiter. Diese Ecke ist immer wieder hart. Immer wieder. Gefährliche Ecke. So. Der ist leer. Auch leer. Dann habe ich also so richtig geaßt. Ah ja, das Kletterseil. Und nochmal überleben in freier Natur. Ja, ihr Lieben, ich lasse unsere Protagonistin jetzt 4 Stunden ausruhen. Und wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Teil. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl. Euer John Diefuhl.